Klasse Party, ja? Was ist mit der Kleinen? Geduld, Konrad. Geduld ist nicht meine starke Seite. Schon, wir sind auch nicht beim Triathlon. Oh Mann, ich hab's geahnt. Der Festtag ist schon vorbei. Was geht denn mit dafür, dass die ganze Stadt voller Baustellen ist und man kommt nicht durch? Das darf doch nicht wahr sein. Scheiße, wir sind echt zu spät. Was heißt zu spät? Wir kommen genau zum Essen. Bis das Timing gibt's doch gar nicht. Engel, manchmal haben sie wirklich was Eindimensionales. Lieber Eindimensionales, gar keinen Hunger. Ach, da geht's zur Grundsteinlegung. Ja, Frau Pschinski. Ja? Wir marschieren getrennt und schlagen vereint. Die Tatsachen, sie gingen allein zu den Großkopferten. Zu wem? Ja, zu den Quappeten, also zu Champagner und Cannabis. Und ich ergründe hier die Stimmung an der Basis, okay? Mhm, bei Wurst und Bier. Das ist mir ehrlich gesagt und uns gesagt, lieber wie diese ewige Kaviarfresserei. Und noch ein Tipp aus langjähriger Berufserfahrung. Nirgendwo reden die Leute bereitwilliger als beim Essen, selbst wenn sie den Mund voll haben. Der Hauptzimmer versteht noch was. Also ich gehe jetzt mal. Ja, das machen wir's. Hallo, ich bin vom Blitzkurier. Vielleicht auch eine Cola. Oh ja, das war für mich auch ein bisschen. Morgen. Morgen. Ah, ganz was Neues. Der Kollege Engel mal pünktlich. Hm? Erstaunlicherweise. Danke, Herr Frau Pschinski, danke. Chef, ich habe eine Story. Ah, schießen Sie mal los. Musiklegende Trafi Deutscher hat gestern Nacht im Bordell zum schnellen Eddie Geburtstag gefeiert. Ah, tatsächlich? Ja, und mitten im Liebesspiel, bums, Herzinfarkt. Ach nee. Tot? Fiakra? Nee, liegt im Krankenhaus. Das haben Sie toll gemacht, Kathi. Ja, das ist eine ganz gute Geschichte. Und was haben Sie? Sie Bayern-Kurier? So eigentlich meine Geschichte. Na und? Worauf warten Sie noch? Auf ins Krankenhaus, beide. Und nehmen Sie Blumen mit. Ja, Lilien. Na, wie habe ich unsere Story verkauft? Das hätte ich selber kaum besser geschafft. Zum Trinken habe ich auch nichts. Katharina Kaczynski vom Blitzkurier. Ich suche Trafi Deutscher. Auf welchem Zimmer liegt der? Der ist doch gestern Nacht hier eingeliefert worden. Bedauere, das darf ich Ihnen nicht sagen. Wenden Sie sich an unsere Pressestelle. Erster Stock, Zimmer 69. Guten Morgen. Wir sind vom Blitzkurier. Trafi, wie geht's Ihnen? Bitte keine Presse, bitte nicht. Keine Angst, wir wollen nicht lange stören. Nur 5 Minuten, okay? Hören Sie auf ihn. Das sind nicht nur Ihre Fans, die sich Sorgen um Sie machen. Geht klar. Trafi ist dem Tod gestern Nacht sozusagen noch mal von der Schippe gesprungen. Okay, also ab ins Labor, ne? Wir sehen uns dann nachher. Hey, hier. Übrigens, ich habe die Schlagzeile ganz allein geschafft. Ich habe mich schon gewundert, wie du die Zimmernummer so schnell rausgefunden hast. Okay, Punkt für dich. Also, verzeih mir was. Er hat sich gedreht und gewunden wie ein Wurm, aber ich habe alle Fakten aus ihm rausgelockt. Gut, brav, gehen wir. Oh, Entschuldigung, tut mir leid. Ich bin der Frau, wir kennen uns doch. Ach, na klar, Sie sind doch der Pensionskumpel vom Engel. Ja, was machen Sie hier so ganz alleine auf der Reeperbahn? Ach, ich habe hier Termine, muss jetzt direkt in die Redaktion. Und Sie, was machen Sie denn hier? Ja, ich muss dem Engel noch ein paar wichtige Unterlagen bringen. Dann geben Sie mir die doch gleich mit. Ich gehe doch jetzt in die Redaktion. Nee, ich bringe Sie in das Bordell vom schnellen Eddie. Na Klaas. Nein. Dort ist doch der Engel. Hm? Ach ja. Ach, wissen Sie was? Da gehen wir jetzt zusammen hin, oder? Na ja. Mein Termin kann schon noch warten. Ja. Ach, hier verbringen Sie also Ihre Nächte. Das hat sich ja fix verändert hier. 2 Champagner, bitte. Herr Glas, ich lasse Sie ein. Na, die gingen auf Haus Mascher. 2 Glas Champagner, bitteschön. Sagen Sie, verdienen Sie so schlecht beim Blitzkurier? Wenn es nach dem ging, müssen die Strippen auch noch. Hier ist alles drin. Wo
Was willst du hier auftreten, oder wie? Du hast ja gesagt, es ist eilig. Hier ist hochbrisantes Material im Koffer. Damit können wir den Köpke ans Messer liefern. Ach so. Was ist mit dem Köpke? Junge Opa, betteln und rasieren ist hier verboten. Junge Frau, wir haben uns von der Tür geirrt. Die Gigolos sind nebenan. Oder wollen Sie bei mir anfangen? Edi, nicht ganz so witzig. Das sind meine Gäste. Das ist mein Musiklehrer mit seiner Tochter. Und ich habe schließlich einen Beruf auch noch. Ich muss schnell weg mit den zwei. Was zieh ich dir vom Lohn ab? Ist recht. Ich komm sofort. Ja, raus mit der Sprache, Herr Engel. Sie wollte unbedingt mit. Das ist ja das, was Sie denken, aber der Klaas und die haben jetzt einen wichtigen Termin unter Männern. Was machen Sie übrigens heute Abend? Wollen Sie mich loswerden? Sie haben es genau erraten. Ja, bitte, kein Problem. Ich habe sowieso noch einen Termin. Mit einem Herrn, den Sie übrigens gut kennen. Dann sagen Sie mal einen schönen Gruß von mir. Schönen Abend noch. Klaas, wo können wir uns ungestört treffen? Ich weiß das. Komm mit. Gut, sehr gut. Und wie geht's Ravi Deutscher heute? Soll wieder entlassen werden und gibt nächste Woche sein Konzert. Aha. Lass uns da doch hingehen, Friedemann. Ja, vielleicht. Aber wir nehmen das auf Seite 3. Klein, sehr klein. Wir sind ja nicht die PR-Abteilung für einen Altrocker. Hm? Du bist auch süß.